So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge sind wir nach Talwacht gereist und haben die Geschichte des Silvaners und der grünen Damen wieder zurechtgerückt, denn auch hier hatte der Bluthund seine Finger im Spiel und wollte den Silvaner aus den vorherigen Geschichten herausschneiden, vernichten, damit halt das Bild entsteht, dass der Bluthund zur grünen Dame gehört. Und andersrum konnte man natürlich, wie immer, wieder gerade rücken und befinden uns jetzt aktuell hier beim Bandari Handelsposten, werden uns in der heutigen Folge um diesen Gashid kümmern. Nur die Mutigen reisen jetzt noch auf diesen Straßen. Ja, entschuldigt vielmals. Aber entfernt euch bitte nicht zu weit von den Mauern, wenn ihr in unserem Dorf seid. Das ist zu eurer eigenen Sicherheit und unserer. Unsere Läden sind noch zu eurem Vergnügen geöffnet. Es ist nicht sicher hier? Nun, hier ist es sicher. Draußen eher weniger, da die Goldküstensöldner auf Ärger aus sind. Oh, nee, ihr seht aus, als ob ihr wisst, wie man auf sich aufpasst. Ja. Der verehrte Eral Drow sollte euch treffen, glaube ich. Wer ist er? Er ist der Älteste unseres Clans und ich bin sein Lehrling. Seine Sorgen lasten schwer auf ihm und ich würde ihm gerne etwas von dieser Last nehmen. Das ist schon wenn nett. Wenn ihr ihm helft, helft ihr uns allen. Ich werde mit ihm sprechen. Der befindet sich gleich dort. So, und bitte nicht aufhängen, Spiel. Das wäre wirklich sehr nett von euch. Kämpfen tut nur denjenigen weh, die sich nicht verteidigen können. Und mit dem Ärger, den die Meutenmannen mit sich gebracht haben, hielt ich es für weise, mich vorzubereiten. Ich sehe jetzt, dass ich mich geirrt habe. Wurdet ihr in letzter Zeit angegriffen? Ich habe die Kolovianer, die draußen vor unseren Toren lagern, angeheuert, uns zu beschützen. Aber jetzt sind sie eher eine Bedrohung als irgendetwas anderes. Okay. Bald werden sie unsere Entschuldigungen leid sein. Warum schlagt ihr denn nicht zuerst zu? Die Augen der Jungen strahlen bei diesem Gedanken. Aber ihr Blut soll nicht meiner Taten wegen vergossen werden. Das ist löblich. Um etwas zu unternehmen, muss ich die Pläne der Kolovianer kennen. Vielleicht seid ihr bereit zu helfen. Das bin ich. Was soll ich tun? Die Kolovianer trinken unseren Wein und essen unseren Proviant. Sie warten. Wir müssen herausfinden, worauf. Das hat eine schöne Nase. Ich habe gehört, dass binnen einer Stunde ein Kurier eintreffen wird. Ich brauche seine Botschaft, ehe sie den Kolovianern in die Hände fällt. Wo ist der Kurier? Er kommt von Norden und soll bei einem kleinen Lager gleich hier vor diesem Tor eintreffen. Wir müssen diesen Brief bekommen, bevor er einen der Goldküstler erreicht. Ich werde sehen, ob ich ihn finden kann. Durchsucht den Lagerplatz. Legt euch auf die Lauer, falls der Kurier noch nicht da ist. Ich vertraue auf euch. Bitte enttäuscht mich nicht. Warum glaubt ihr denn, dass die Söldner sich gegen euch wenden werden? Es ist eine Frage des Goldes und eine Frage der Ehre. Sie haben mehr verlangt, als wir abgemacht hatten. Verdächtig, ja? Ich glaube, sie haben zwei Verträge gegeneinander abgewogen. Unseren und noch einen anderen. Sie warten auf Nachrichten, die ein Kurier aus Kolovia bringt. Aber warum sollten sie euch töten, anstatt einfach zu gehen? Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Und genau deshalb muss ich diesen Schrieb sehen, ehe die Söldner ihn in Händen halten. Vielleicht ist es auch gar nichts. Vielleicht steht da nur, dass sie abziehen sollen. Doch ich kann meine Familie nicht mit einem Vielleicht vertrösten. Okay, gut, dann werden wir mal dem Gashid helfen und werden die Botschaft ausfindig machen. Hallo Dominion-Wache, ich bin hier rechtmäßig da, mache auch keinen Ärger. Rufinius, ich treffe mich in 2 Wochen mit unserem neuen Arbeitgeber, um mir sein Angebot anzuhören. Wenn es besser ist, dass er Kashid ist, beenden wir unser Arbeitsverhältnis mit ihm. Kein großer Verlust. Rechnet in Bälde mit meinem nächsten Brief. Hallo. Da muss ich euch halt jetzt töten. Warum seid ihr denn auch so aggressiv mir gegenüber eingestellt? Ich habe euch gar nichts getan. Ich habe einfach nur den Brief gelesen, der so offen rumlag. So, da muss ich das schreiben. Mal kurz gucken. Ja, so. Das passt ein bisschen mehr. Wie schade, dass dieser sterben musste. Trotzdem ist es besser, wenn einer von ihnen fällt, als einer von uns. Ihr habt den Brief, ja? Ja, da ist er. Wie ich es mir schon gedacht habe.
Sie haben ihr Gold bei einem neuen Arbeitgeber gefunden. Wenn ihr das hier nicht abgefangen hättet, hätten wir uns in einem Blutbad wiedergefunden. Kommt, dieser Tod wird uns von doppeltem Nutzen sein. Sofern ihr auch weiter dazu bereit seid, ein wenig Hilfe zu leisten. Geht nur voran. Oder beziehungsweise ich, denn meine Karte sagt mir ja schon, was unser nächstes Ziel ist. Kann ich hier was mitnehmen? Nein, oh verdammt. Ach da. Nein, 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 nein. Ich stehe aber auch ein bisschen wie doof da. Die Söldner möchten kämpfen. Diese Klingen dürfen nicht gegen meine Leute eingesetzt werden. Also geben wir ihnen einen neuen Gegner. Sie werden bald merken, dass ihr Kurier verspätet ist. Wir müssen ihn schnell wieder in ihre Ränge zurückschicken. Wie? Ich habe ihn getötet, wisst ihr noch? Ah, meine Freundin. Ihr missversteht. Ihr werdet die Kurierin sein. Meine Kinder haben die Leiche sofort gestohlen, als ihr fort wart. Sie liegt oben. Schauen wir mal, ob die Uniform euch passt. Aber ich will nicht so einen Lappen tragen. Ich bin ein Held mit einem gewissen Kleidungsstil. Außerdem will ich keine Männerkleidung jetzt so tragen. Die passt mir doch so aus Prinzip doch eigentlich nicht. Weil theoretisch. Natürlich nur. Sehen wir uns diese Kleidung an. Rejmina ist gut mit Nadel und Faden, sollte sie geändert werden müssen. Was werdet ihr mit dieser Verkleidung machen? Ein einfacher Tausch, meine Freundin. Die Goldküstler warten auf Befehle und wir werden sie ihnen geben. Bringt diesen abgeänderten Brief zu ihrem Hauptmann. Wir lassen den einen Feind den anderen töten. Gegen wen schickt ihr sie? In der Nähe treibt sich ein Rudel Werwölfe herum und wartet darauf zuzuschlagen. Zweifelsohne würden sie uns in Stücke reißen, wenn die Söldner ihnen nicht im Weg stünden. Beim Kampf zwischen den Goldküstlern und den Werwölfen wäre es am besten, wenn möglichst wenig Überlebende davon erzählen könnten. Okay. Alles klar, dann machen wir das mal. Dann gehen wir mal zu dem Lager der Kolovianer. Ich glaube, die kommen ja aus dem Kaiserreich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Warum das Kaiserreich sich hier einmischt, ist auch eine sehr gute Frage. Hallo. Was soll das? Aurelia Blasio. Ihr seid nicht einer meiner Männer. Was macht ihr hier? Ich überbringe nur Befehle, meine Dame. Eine neue Kurierin. Schön. Endlich einmal ein bisschen frisches Blut in den eigenen Reihen zu haben. Nun, zeig diesen Brief einmal her. Das hätte ich nicht erwartet. Merkwürdig. Eure Befehle, meine Dame? Ihr könnt wegtreten, Soldatin. Sofern ihr nicht auf Werwolfjagd gehen möchtet. Nun, ich werde nicht bezahlt, Befehle zu hinterfragen. Es wird Zeit, diese Flegel aus ihren Krügen zu wecken. Okay. Aufgepasst, Soldaten. Wir müssen Wölfe häuten. Meine Freundin, ich muss mit euch sprechen. Oh, Tabil. Freut mich, euch in einem Stück wiederzusehen. Ich schätze, der Hauptmann hatte keine Fragen, die ihr nicht beantworten konntet? Sie schickt just in diesem Augenblick ihre Männer zu den Werwölfen. Sehr gut. Wenn die Goldküstensöldner eines sind, dann geübte Kämpfer. Diese Werwölfe werden es nicht mit ihnen aufnehmen können. Der ehrenwerte Eraral Dro hat euer Können gelobt. Wir hatten gehofft, dass ihr bei unserer kleinen Täuschung mitmachen würdet. Was ist euer Plan? Tötet die Kommandanten der Söldner. Sorgt dafür, dass es aussieht, als wären sie im Kampf gegen Werwölfe gefallen. Ihr braucht eine Werwolfpfote, um die richtigen Spuren an den Leichen zu hinterlassen. Das sollte sie eine Weile ablenken. Eraral Dro wird an den Toren auf euch warten. Passt auf euch auf, meine Freundin. Ja, ihr auf euch auch. Gut, dann vielleicht müsst ihr erstmal um die Werwölfe mal kümmern. Hallo. Ey, die haben mich beinahe abgeschossen. Frechheit. So. Wo haben wir denn hier einen Werwolf? Hallo, haben wir hier mal irgendwo... Da, Mann, der Wolf. So. Jetzt ermorden wir noch die Goldküstenkommandanten. Das wird wahrscheinlich auch gar nicht auffallen. Hallo.
Kommandant Janu. So, ich meine, die sehen doch das, also das. Also, ne? Dass ich das bin und kein Werwolf. Also, es sei denn, die sind blind, dann sehen die es natürlich nicht, aber so rein theoretisch. So, und da oben haben wir noch den letzten Kommandanten. Hallo. So. Und dann treffen wir mal unseren neuen kajitischen Freund an den Toren. Von einem inzischen im Fluss zu erspähen. Ach, das ist ja auch eine schöne Bezeichnung. Klingt schon sehr poetisch, philosophisch. So, hallo. Ich bin hier nur zur Durchreise. So, Dabil. Oder Eraldro. Ihr habt das Herz eines wahren Betrügers. Es sind noch immer eine Menge Goldküstensöldner übrig. Ah, aber jetzt müssten sie eine Schlacht an zwei Fronten führen. Das wird ihnen zu denken geben, wenn der zweite Kurier eintrifft. Wir müssen das Netz zuziehen, und zwar schnell. Ein zweiter Kurier? Was meint ihr damit? Diese in Kolovia warten auf eine Antwort von den Goldküstensöldnern. Wenn sie keine bekommen, werden sie einen weiteren Kurier schicken, der vor möglichen Betrügereien gewarnt ist. Sorgen wir doch dafür, dass niemand mehr hier ist, um auf die nächste Nachricht zu antworten, ja? Wir haben den Vorteil. Die Söldner kennen nur das, was sie mit ihrem Schwert treffen können. Wir Khajiit wissen, wann wir das Schwert ablegen und eine Rose aufnehmen müssen. Oder in diesem Fall einen Humpen eines ordentlichen Getränks. Was hilft uns gegen die Söldner, wenn wir uns betrinken? Oh, ich werde das nicht tun. Und dir auch nicht, fürchte ich. Diese Ehre wollen wir unseren Freunden von der Goldküste überlassen. Ich habe ein Pulver, das einen für viele Tage in tiefen Schlaf versetzt, wenn man es einnimmt. Danach ist man viel zu benommen, um sich zu bewegen oder gar zu kämpfen. Dann werden wir den Rest der Söldner also unter Drogen setzen? So einfach ist es auch nicht. Aber ja, das ist der erste Schritt. Nehmt dieses Pulver und gebt es in die Fässchen in ihrem Lager. Ich war so frei, ihnen etwas von meiner eigenen Leser anzubieten. Ein Geschenk für ihren tapferen Kampf gegen die Werwölfe. In Ordnung. Ach, ich glaube, das war eine ganz lustige Quest merken, weil ja, da hatte ich auch so einige Probleme, die abzuschließen. Nun. Weil wir müssen nämlich warten. Ist es der Braumeister? Ja, ne? Na schön. Ich würde sagen, wenn der vielleicht jetzt nochmal, also in den nächsten 10 Minuten, hier ankommen sollte, würde ich das gerne mal machen. So. Weil nämlich, wenn ich ein Fässchen öffne. Denkt ihr, ich schaue? Ja, genau deswegen. Denkt noch einmal nach. Berührt das noch einmal und ich schlage euch die Hand ab. Hey, kein Ärger mit den Fässchen. Dieses Gebräu gehört nicht euch. Denkt ihr, ich schaue oder? Nicht? Denkt noch einmal nach. Okay, Gott, jetzt hat es funktioniert. Aber der hat anscheinend auch Augen in, hier in seinem Hinterkopf. Ja, gehen Sie mal bitte weg hier, Braumeister. Ich müsste das hier mal ein bisschen manipulieren. Dazu bräuchte ich euch nicht, ne? Was soll das bedeuten? Lasst mich nicht erst die Wache rufen. Ja, ruft doch die Wache. Es wird mir ein Vergnügen sein, euch den Kopf einzuschlagen. So. Auch erledigt. Na, die hatten wahrscheinlich alle... Was ist? Das sind bestimmt hier Vierlinge. Die hatten wahrscheinlich alle die gleichen Eltern, so wie die aussehen. Berührt das noch einmal. Oh, ihr wart doch schon 3 Meter weg hier. Oder 300 Meter.
ist der jetzt hier? Und er kommt wieder. Achso, ah, ich hab's trotzdem geschafft. Ich will nichts. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Von euch, weil ihr nämlich dumm seid. Oh, warum haben wir denn... Ja, natürlich liegen die jetzt einfach so frei offen. Wenn da mal ein Wind auch kommt, ne? Dann... Ja, gute Nacht. Ich höre Feierlichkeiten. Vielleicht ist die geheime Zutat für mehr gut als nur für einen starken Kater. Dann schlagen wir jetzt zu. Zuschlagen? Meine Freundin, ihr habt wenig von mir gelernt. Jetzt müssen wir erst unsere wichtigste Ressource eintreiben. Gold. Wofür? Wir werden uns die Treue der restlichen Söldner erkaufen. Jainda, eine unserer Händlerinnen, hat bereits geschworen, unser Anliegen zu unterstützen. Wenn die anderen Händler ebenfalls ihren Beitrag leisten, bekommen wir ein hübsches Sümmchen für eine Bestechung zusammen. Und sie werden euch ihr Gold einfach so geben? Ihr wisst es aus erster Hand, wie geschickt diese Söldner beim Morden sind. Diese Leute sind Händler, aber sie wissen es auch. Fragt einfach nur nett. Seid überzeugend, gerissen. Irgendwie glaube ich, dass sie tun werden, was ihr sagt. Auch ganz ohne Tricksereien. Okay, dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Vizevogt Piridil tot. Ja. Und das Dominion hat einen Feind weniger. Ja. Schön, dass ich so anerkannt werde. Viele Jahre bin ich auf der Suche nach den feinsten Luxusgegenständen umhergereist. Habt ihr jemals auf einem Teppich gelegen, der einst auf den Stufen des Weißgoldturms lag? Nein. Oder von einem Becher getrunken, der in den Tiefen des Aschberges geschmiedet wurde? Nein, aber Erald braucht... Ihr müsst euch nicht wiederholen. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Ihr habt meine Unterstützung. Oh, schön. Aber sorgt dafür, dass Eraral sich an uns erinnert, sobald er aus diesem Schlamassel heraus ist. Ich werde nicht vergessen, ihn an euch zu erinnern. Es ist mir gleich, wie dick euer Schädel ist. Jeder braucht einen starken Helm. Er muss doch unsere schönen Gesichter beschützen, nicht wahr? Ja gut, bei euch ist ja nicht mehr so viel zum Beschützen da. Die Goldküstler werden bald angreifen, sofern ihr nichts dagegen unternehmt. Glaubt ihr, ich wüsste das nicht? Ich höre doch, wie sie sich Tag und Nacht im Kampf üben. Hier geht es doch um Eraralds kleinen Plan, oder? Aber ich frage mich gerade, wenn die jetzt, sage ich mal, hier einfallen würden im Bandari-Handelsbossen, müsste doch die Dominion-Wache die ganzen Personen beschützen, die hier leben. Rein theoretisch. Er braucht die Unterstützung von allen. Nun, ich habe zwar nicht viel anzubieten, aber ganz gleich, was Eraral auch möchte, kann er es gerne haben. Wenn es irgendwie möglich ist, würde ich gerne mit meinem Leben und meinen Waren aus diesem Schlamassel herauskommen. Ja, und wenn ich mal bei euch bin, möchte ich sehr gerne Sachen verkaufen, die ich nicht mehr benötige. Beziehungsweise müsste ich wahrscheinlich auch nochmal zur Bank gehen, um die ganzen Sachen mal hier wegzuschmeißen. Also nicht wegzuschmeißen, aber zu verstauen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe in meinem Inventar. Ihr braucht mehr als Klauen, um durch gut geschmiedete Rüstung zu kommen. Ein kleines Schwert in den Spalten erledigt die Aufgabe in der Hälfte der Zeit. Wir brauchen eure Unterstützung, um die Söldner zu vertreiben. Eraral ist verrückt, wenn er glaubt, dass ich den Preis für seine Fehler bezahlen werde. Doch diese Sache geht uns alle an. Hört mein Versprechen. Er hat meine Hilfe, wenn er sie denn wünscht. Sie wird zwar kein Gold sein, aber sie wird dennoch ihren Wert besitzen. Ich nehme alles, was ihr, was immer ihr auch geben könnt. Yay. Meine Freundin, wir haben ein Problem. Oh nee, keine Probleme. Kommt schnell. Sie haben den ehrbaren Eraral Dro gefangen genommen. Wartet, was ist geschehen? Der Hauptmann der Goldküstler war sehr wütend. Sie und ihre Männer haben Eraral Dro gefangen genommen. Sie sagte, ich dürfe gehen, wenn ich euch diese Nachricht bringe. Ich wollte meinen Meister nicht im Stich lassen, aber ihr könnt ihm mehr helfen als ich. Wo sind sie jetzt? Im Zelt des Hauptmanns auf dem Hügel. Ich treffe während eurer Abwesenheit die nötigen Abmachungen mit den Händlern. Sehr schön. Bitte, helft meinem Meister. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Keine Sorge, Tabil. Aber wie haben die denn gefangen nehmen können? Oh, Fessis.
Warum bist du so lange noch bei mir? Normalerweise verschwindest du noch ein paar Minuten wieder. So, ihr arbeitet also mit dieser Bestie. Seltsam. Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Warum habt ihr diesen Kashid angegriffen? Wir stehen noch nicht sehr lange in ihren Diensten. Ich hatte Fragen zu Vorkommnissen der jüngsten Zeit, die mich und meine Männer betreffen. Er zeigte sich nicht sehr gesprächig und daher sah ich mich gezwungen, ihn festzusetzen. Ich lasse ihn nicht frei, bis ich ein paar Antworten bekomme. Kann ich mit ihm sprechen? Wie ihr wünscht. Aber wenn ihr versucht, ihn zu befreien, werde ich eingreifen. Schnell und blutig eingreifen. Ja, das möchte ich gern mal sehen. Hier zu sein ist zu gefährlich für euch. Tabil, ich habe ihn nach Hause geschickt, aber nicht, um Hilfe zu holen. Wie kann ich euch hier rausholen? Nicht so laut. Um uns alle zu retten, müssen wir den Plan fortführen. Wenn wir die Söldner in der Tasche haben, hat der Hauptmann keine Unterstützung mehr. Dann wird es ein leichtes sein, sie auszuschalten. Aber vorher nicht. Wo sind denn diese Söldner? Zweifelsohne hat Tabil sie schon zusammengetrommelt. Aber ich befürchte, er ist ein schlechter Unterhändler. Sorgt dafür, dass sie bekommen, was sie verlangen. Gut, da wollen wir noch die Söldner auf unsere Seite kriegen. Dann können wir die Aurelia Blasio niederschlagen. Und dann haben wir die Bedrohung hier hoffentlich vertrieben. Ihr seid zurückgekehrt. Ich küsse die zwei Monde zum Dank. Die Söldner warten. Die Händler haben ein seltsames Angebot für sie arrangiert. Seltsam inwiefern? Ich hatte Gold erwartet, aber stattdessen haben sie Gaukler mitgebracht. Den Söldnern liegt weniger an Reichtümern und mehr an Unterhaltung. Ich bin nicht so gut in solchen Dingen. Mit Gauklern. Mit ihnen zu reden, meine ich. Ich kümmere mich darum. Ihr seid in Bandari eine wahre Freundin. Ich werde euch sagen, was ich weiß. Jeder Gaukler hat gewissermaßen eine besondere Spezialität, die hoffentlich zu den Geschmäckern der Söldner passt. Ich schätze, ihr werdet es wohl einfach herausfinden müssen. Alles klar. Ich gebe mein Bestes. So, da haben wir ja einige. Okay. Ostarien, den kenne ich doch. Ah, noch eine Reisende. Wenn ihr wollt, kann ich euch ein paar meiner Abenteuer erzählen. Mir wurde gesagt, sie sind sehr spannend. Mein Beruf ist der eines Geschichtenerzählers, seht ihr? Wörter sind mein Instrument. Okay. Einen schönen Tag, Freundin. Wollt ihr eure Kraft mit meiner messen? Ich mag nicht nach viel aussehen, aber in Morrowind habe ich viele Nordkrieger im Armdrücken in die Knie gezwungen. Okay. Endlich! Ich dachte schon, ich würde für nichts bezahlt. Ich habe mich aufgewärmt, nur für den Fall. Keine Angst. Welche Art Tanz braucht ihr? Ich kenne mich in den Tänzen vieler Kulturen aus. Schön. Dieses Kleid ist lächerlich. Wie soll ich darin ein ordentliches Mahl zubereiten? Nun, wenn ihr an der Küche der Bosma interessiert seid, lasst es mich wissen. Ich werde mir etwas Praktischeres anziehen. Ja, das hoffe ich doch. Seid ihr die Söldnerin, von der wir so viel gehört haben? Ich bin geschickt mit der Harfe. Mhm. Soll ich eine Melodie anschlagen, um eure müden Muskeln zu entspannen? Oh ja, bitte, ich brauche auch ein heißes Bad. Nun, da habe ich mich ja ganz schön in die Klemme gebracht. Ich wurde hierzu verleitet. Die Katze draußen sagte, ich könnte nicht gehen, bis alle anderen weg sind. Welche Demütigung ihr mir auch zuteil werden lassen wollt. Macht schnell. Okay, wen haben wir hier? Kagun. Manche sagen, die Kashid können ihre Krallen nicht einziehen. Das stimmt nicht. Ich bin beim Massieren der schlimmsten Verspannungen sehr talentiert. Meine warmen Pfoten werden eure Sorgen verfliegen lassen, Freundin. Mhm, okay. Da haben wir mit allen geredet und ich hoffe mal, ich treffe jetzt die gute Entscheidung. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit zum Warten. Kann ich euch davon überzeugen, Ruhe zu bewahren? Ach, ich weiß nicht. Mir ist langweilig, unruhig irgendwie. Ich möchte etwas schlagen oder jemanden. Ich glaube nicht, dass einer von unserer Gaukler gern geschlagen werden möchte. Ah, so habe ich das nicht gemeint. Ich suche nur nach einer kleinen Herausforderung, wisst ihr? Kennt ihr jemanden, der es direkt mit mir aufnehmen kann? Sadilia würde gut passen. Oh, ist sie die Dunkelelfin? Ich mag ihren Mumm und ihren Bizeps. Ich wette, dass sie es mit mir aufnehmen könnte.
Das wird ein Spaß. Okay. Vergeudet nicht meine Zeit, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Kann ich irgendetwas davon überzeugen, nicht die Waffen gegen uns zu erheben? Nun, ich bin eine Soldklinge. Daher ist das an sich kein Problem. Aber ich bin nicht für Gold zu haben. Meine Anführerin riecht es eine Meile gegen den Wind. Sie würde sofort wissen, dass ich sie verraten habe. Und dann wäre ich wieder genau dort, wo ich angefangen habe. Ihr klingt angespannt. Stimmt etwas nicht? Ich glaube, ich habe mir einen Muskel gezerrt. Und es tut echt weh. Oh Gott. Es verratet es keinem weiter. Aber es wäre wirklich eine Erlösung, wenn mir jemand diesen Muskel einmal richtig durchknicken würde. Kagun würde gut passen. Wirklich? Ich habe da schon etwas über seine besondere Technik gehört. Hätte nie gedacht, dass ich mich mal von einem Khajiit durchkneten lassen würde. Aber um diese Verspannung loszuwerden, würde ich wirklich alles ausprobieren. Ja, je länger ich darüber nachdenke, desto besser hört es sich an. Achso. Okay, der geht hoch. Alles klar, ich dachte, ich hätte den aus Versehen. Ja. Mein Schwertarm wird steif dank all der Warterei. Vielleicht kann ich noch ein wenig üben, bevor ich gehe. Ich bin hier, um einen Waffenstichern auszuhandeln. Ja, ich weiß. Dieser süßzüngige Khajiit hat mir alles darüber erzählt. Hat viele Versprechungen gemacht, aber kaum etwas vorzuzeigen. Also wann fängt die Vorführung an? Dann habt ihr das Interesse an einer Vorführung, richtig? Nein, nicht wirklich. Ich hatte nur vorher auf einen kleinen Imbiss gehofft. Aber ich weiß nicht, was man hier so essen kann. Falls ihr jemanden hättet, der einen guten Süßkringel backen kann, wäre das großartig. Oh, Süßkringel ist schon echt lecker. Artemia würde gut passen. Die Kleine da, sie hat lecker gerochen. Wie ein gut gegrilltes Reh. Nicht, dass ich sie anknabbern würde. Aber ich würde gern mal jemanden treffen, der so gut kochen kann. Sehr schön, haben wir ja alle jetzt. Hm? Ich habe 3 zufriedene Söldner gehen sehen. Dann sind die Dinge gut gelaufen? Ich glaube, es war ein Erfolg. Dem Hauptmann wird niemand mehr beistehen, falls ihr angreifen solltet. Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt, Eraral Droh zu retten. Bitte, beeilt euch und seht nach, ob ihm etwas angetan wurde. Natürlich mache ich das. Keine Sorge. Oh, aber nein, verdammt, falsch. Schnell. Schwimm schneller, wir haben keine Zeit. Schneller. So. Hat er gesagt, wir machen das, sobald er wieder da ist und wir gerade in der Nähe sind. So, schnell. Ey! Was fällt euch ein? Ihr Stinkstiefel. So. Ja, wo ist der gescheiterte Schwertheilige jetzt? Grübelt in einer sandigen Höhle am Rande des Reichs. So, weg mit euch. Ja, schön. Meine Untertanen haben mich enttäuscht. Sie verdienen es, vernichtet zu werden. Ach, so würde ich das nicht sagen, wunderbar. Die haben ihr Bestes gegeben, aber waren halt nicht gut genug, ne? Also, ja. Fällt man nicht so hart. Trainiert die lieber ein bisschen härter, damit sie mal irgendwann eine Chance gegen mich haben oder uns haben. So. Und hier müssen wir nehmen auch noch mit. So, und jetzt kümmern wir uns um die Kulavia hier.
denn das für ein Wegschrein? Von Wildlingslauf. Oh, hallo. Ja gut, wenn ihr schon mal hier seid, kann ich ja schon mal mit euch hier ein kleines Schwätzchen halten. Ich möchte gerne mal Rang 10 endlich in der Kriegerbilde sein. Ich glaube, das habe ich mir mal verdient nach den, keine Ahnung, wie viel 20 Stürmen, die ich bereits ja, abgeschlossen habe. Zur Flanke! Zur Flanke! Oh, geht mir kleines Bild auf den Zeiger. Okay, das war's. So, warum hatten jetzt hier den Hauptmann? Den möchte ich gerne erschlagen. Ach da. Hallo. Ich mache euch eigenhändig fertig, Hund. Ja, ei. Das ist eine Katze. Oder meint ihr mich? Auch gesagt, warum bin ich die ganze Zeit ein Hund? Und ich bin ein Welpe, ich bin ein Hund. Das ist schon ein bisschen unfair hier, die ganze Sache. Ja, ich habe euch umgenietet. Ich kann euch nicht wirklich bezahlen. Ach, alles gut. Für euch habe ich das gern getan, auch ohne Bezahlung. Ihr seid eine Ja, ich weiß, ich bin eine wahre Freundin der Bandari. Ich hatte mich auf den Tod vorbereitet. Ich bin froh, dass es nicht nötig war. Dann ist die Gefahr so vorüber. Dieser und die Seinen werden heute Nacht ruhig schlafen können. Die Söldner haben keinen Grund, uns anzugreifen, wenn sie nichts davon haben. Sie sind ehrlose Leute. Ich bin froh darüber. Was werde ich jetzt tun? Ich war noch nie so dankbar dafür, dass das Geschäft wie immer läuft. Die Reisenden werden wiederkommen. Das Geschäft wird florieren. Wo auch immer ihr hingeht, könnt ihr andere von unserer Art treffen. Und wir werden euren Namen als den einer Freundin kennen. Als den einer Freundin der Bandari. Sehr schön. Und ja, ich würde sagen, ne, an der Stelle beende ich die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall noch das eine Gewölbe hier nehmen. Die Schwarzrankenruine, das klingt mal wieder sehr schön. Und werden dann natürlich noch zu diesem Wildlingslauf kommen. Ne, da hatte ich ja auch schon den Wegschrein gesehen. Und dann haben wir da hier oben ja schon so gut wie alles dann abgeschlossen und können uns ja dann mit ruhigem Gewissen Richtung Silberne aufmachen, um dort der Hochzeit beizuwohnen. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.